Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir die Stadt entdeckt, die irgendwie ziemlich fucking groß ist und sind hier jetzt irgendwo im Hinterland auf dem Weg zurück in die Stadt und ja, hoffen wir mal und hoffen, dass wir da überhaupt ankommen. Genau, so ist es grammatikalisch hoffentlich richtig. Was ist das hier für ein Ding? Wieder irgendeine Brücke. Hier gibt es noch so viel zu sehen, es ist so krass. Ich hab's einfach überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Es ist so cool. Also wirklich, ich bin mega begeistert, dass es hier einfach so viel gibt. Ich hoffe nur, ja, Cindy macht schon wieder ein bisschen Trouble. Genau, aber ersetzt bitte Girl durch Boy. Boy durch Girl, genau. So rum ist es richtig. Jetzt sind wir wieder hier. In dieser Welt gibt es noch so viel zu entdecken. Ich bin mega gespannt, was es hier noch so alles gibt. Lemoyne. Genau, super Stadt. Es klingt so ein bisschen französisch, finde ich, oder? Aber ich weiß nicht, wie ich es aussprechen sollte. Also es klingt mega komisch einfach. Was ist das hier für eine Hinterhofspelunke? Nur mal so aus Interesse. Was ist das? Girl, bitte. Was können wir davon den Cindy geben? Ach so, hier. So, du bekommst jetzt eine Karotte. Bitteschön. Viel Spaß damit. Guten Appetit. Da auch wieder jemand so ganz einsam. Ja, schönen Dank. Ich habe erstmal links vorbeigelenkt und es ist nach rechts gelaufen. Super. Ja, spring auch noch drauf. Beste. Also. Zum Doktor nach Saint-Denis, okay. Och Mann, jetzt muss ich hier wieder auf Möchtegern gut Mensch machen. Okay. Okay. Wurde er von einem Alligator angefallen? Und was ist mit dem Feuer, was hier gerade noch war? Wo ist es hin? Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich wollte gucken, was das ist. Ach Mann, es war gerade so spannend. Na gut, dann auf in die Stadt zum komischen Doktor. Da müssen wir sowieso gerade hin. Wehe, der beschwert sich jetzt, dass wir zu schnell reiten. Also wirklich, dann setzt es bei mir aber aus. Er will gerettet werden, aber nicht schnell genug, sondern... Genau. Das ist doch ein gutes Zeichen. Aber bitte nicht nerven. Da wäre ich wirklich sehr dankbar. Hier sieht es auch schon wieder ultra cool aus. Das ist eine gute Frage. Kann ich dir auch nicht beantworten. Ich war hier noch nie. Okay, ich glaube, wir sind wieder in dieser komischen Stadt. Och Junge, halt bitte einfach die Fresse, aber hier sieht's fucking cool aus, oh mein Gott. Das könnte die Stadt aus dem Trailer sein. Aus dem Weg, Bitch. Wie cool das hier einfach alles aussieht. Voll krass eigentlich. Das tut mir jetzt aber leid. Fremde Person entfernen. Ist der Doktor? Wo ist der Doktor denn? Okay, viel Spaß.
Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor. Thanks, friend. I appreciate it. Sure. There's also the matter of my payment. But we'll deal with that later. All right. All right. A lot of blood loss. This wound's badly infected. Viel Spaß. I can, but I'll have to amputate. What? What did you say? Just try to breathe. I'll give you something for the pain. No. There you are. That'll knock him out for a while. Okay, ich glaube, ich lasse mich dann von nun an wieder impfen. Nein, Spaß. Ich mache hier ja jetzt nicht auf irgendeinen komischen anderen YouTuber, der immer andauernd den Leuten abrät, sich impfen zu lassen. Das war auch nur ein Joke. Und so ein kleiner Seitenhieb vielleicht auch. Aber ja. So möchte ich auf jeden Fall nicht enden mit Blutvergiftung und so einem Kram. Nein, danke. Muss ich nicht haben. Was ist hier los? Da ist schon so ein Strick. Wer wird hier gehängt? Ey, du da. Excuse me, I'm trying to find a man named Bronte. You know the name? Bronte? No, don't think so. Sorry. Okay, thank you. Okay. Und was hat der zu sagen? Hey there. Have you ever heard of a man called Angelo Bronte? No. But fancy name like that? Maybe try the Bastille Saloon. Opposite the park with the Quincy Harris statue. Okay. Thank you. Okay. Dann auf, aber es sieht schon ziemlich cool aus hier. Wir suchen den Weg mal auf eigene Faust. Ich will mich hier ein bisschen umgucken. Ja, die haben hier alle so ihre Problemchen. Boah, wie cool das hier einfach aussieht. Erstmal war das echt so eine Ekelstadt, also so sah sie halt am Anfang aus. Aber wenn man halt hier drin ist, finde ich es gar nicht mehr so beschissen. Ich meine, gebt euch das mal. Das sieht einfach fucking cool aus mit den Lichterketten und so. Genau sowas feiere ich, ja. Okay, wo sollen wir jetzt hier suchen? Oh, in dieser Bar, okay. Können wir hier auch Pferde anbinden? Ich glaube, Pferde sind hier ja unerwünscht. Das finde ich ein bisschen dreist. Na gut. Stick 'em up, Cowboy. Yeah. Yeah, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gamora. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. From what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Die gucken uns alle an, als wären wir von einem anderen Planeten oder so. Well, you know how it is. I told them, I say, that's the state of Lemoyne for hello? You. America's dirty little French city. Hör auf, so viel Trash-Talk zu betreiben. Ich wollte gerade was trinken, klappt ja super. Not unless we all get over here. Away. I'm sorry, please excuse me. I seem to have some very impatient customers. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Mhm. Sure. Dollar, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff. From Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fella by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look. I don't know what business you in, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Oh,
Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big? Mr. Italian spaghetti-eating long streak of piss big? He makes my skin crawl. I'm so squally a cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley. They'll know, I guess. Oh, and friend, you be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Ich weiß es nicht. Geht's hier lang? Ich glaube eher nicht, oder? Es geht in irgendwelche Gassen draußen. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann schaue ich mich auch gleich um. Sind hier die Toiletten? Da steht schon mal Badezimmer drauf. Abgeschlossen. Ja, super. Ich biete meinen Gästen ein Klo an und schließe es ab. Das sind mir ja die liebsten Gastgeber hier. Aber das Fenster ist hübsch. Gefällt mir gut. Aber ohne Witz, was ist das? Was soll das denn? Gerade in einer Bar sind Toiletten durchaus wichtig, muss ich sagen. Ja, fucking dreist. Mach dein scheiß Bad aus, sonst komme ich nie wieder her. Okay, es ist jetzt wieder Tag. Und plötzlich gefällt mir die Stadt doch nicht mehr so gut. Die Gassen. Das hier sind also die Gassen der Stadt. Okay. So, you just walk up to any man with a ring on his finger and turn it 3 times? Fordern? Was sollen wir denn von den fordern? Hi there. Have you seen any kids around here? Oh yeah, just through that archway there. Okay. Hey, hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte, Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where does he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's a bad breath. Here. Come on. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. Ja, dann leg doch einen Gang zu. Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, you little pair of shits! Let's go! That fellow looks angry! You better stop right now! Ach, come on! Ja, renn besser, Junge. Och, Cindy. Als ob die Bahn hier so schnell fährt. Bastard got off. Ah, damn street trash. You after that kid? That shit went that way. Thanks for the help, friend. Kackblagen. Deshalb sollte man Kinder hassen. You know, I kind of miss old Bob Tales. Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. Thanks a lot, mister.
Ach, come on. Wo ist das Blag denn bitte hin? Meine Güte, er lässt sich aber auch echt steuern wie so ein nasser Sack. Also ohne Witz. Ach, wir fragen mal die hier. Fellas, you seen a kid come through here? About 14, 15? Oh yeah, he ran right to us. Ran around the corner there. Oh man. Dieses Kackblag. Wieso erschießt er das Kind nicht einfach? What's the problem, friend? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. The kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Ja moin, einfach kriminelle Kinder. Was passiert, wenn ich dahin zurückgehe? Sind die immer noch da? Nö, alle despawned, wer hätte das gedacht? Wo ist Cindy hin? Und was sollte das hier? Ach, ist doch nicht dein Ernst. Als ob ich dem $25 gebe. Okay, Cindy kommt. Ja, beleidige mich ruhig, dann gebe ich dir erst recht was. Ich würde aber sagen, setze an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. In der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, ob wir diesen Typen finden und ob wir das Kind dann endlich retten. Und ja. Bis dahin.